Alle sind mit Arbeit und Lernen beschäftigt. Mit den fortschrittlichsten Computern und der neuesten Software, die manchmal sogar selbst entwickelt wurde und andere auf diesem Gebiet überrascht. Coders Bay ist ein neu gegründetes Bildungsinstitut, das jungen Menschen eine praktische Ausbildung im IT-Bereich ermöglicht. Der männlich behaftete IT-Beruf hat sich in den letzten Jahren in Bezug auf das Geschlechterverhältnis verändert. Maria Alexander ist eine Frau, die seit 11 Jahren in diesem Bereich tätig ist. Am Coders Bay Institut in Wien unterrichtet sie junge Nachwuchstalente seit rund 4 Monaten. Ich wollte schon immer unterrichten. Das war wirklich mein Wunsch, dass ich unterrichten kann und darf. Und jetzt kann ich die gesamte Erfahrung aus diesen 1 Jahren mitnehmen und in den Unterricht einfließen lassen. Laut einer Statistik des AMS hat dieser Job den geringsten Rückgang an Arbeitsplätzen während der Corona-Pandemie. Der stärkste Rückgang ist laut Statistik im Mai 2020 zu verzeichnen, als österreichweit nur 973 IT- und EDV-Fachkräfte ihren Arbeitsplatz verlieren. Vor dem ersten Lockdown im Februar 2020 sind in Österreich 2.813 Personen arbeitslos. Diese Zahl steigt im Mai 2020 auf 3.786. Die Differenz beträgt lediglich 973 Arbeitslose an der Zahl. Auch Maria Alexander spricht über die Vorteile dieses Jobs. Ein Beruf, der neben einem hohen Einkommen ebenso den Vorteil hat, nicht ständig im Büro präsent sein zu müssen. Während der Pandemie habe ich das Glück gehabt, dass ich den Job nicht verloren habe. Ich habe die Möglichkeit hier bekommen, die Aufgabe zu übernehmen, zu unterrichten und mein ganzes Wissen in den Unterricht einfließen zu lassen. Und das macht sehr viel Spaß. Monika, die Leiterin des Coders Bay Instituts, hebt Stabilität und Haltbarkeit des IT-Berufs hervor. Sie glaubt, dass sich die Welt vermehrt in Richtung Digitalisierung bewegt und immer mehr Arbeitsplätze für IT-Fachleute benötigt werden. Dieser Beruf ist sehr zukunftsweisend. Es ist sehr krisensicher, wie wir jetzt auch in der Pandemie gesehen haben. Und ist auch sehr gut bezahlt, muss ich dazu sagen. Laut Monika gab es während des Lockdowns einen erhöhten Bedarf an IT-Fachleuten. Auf der anderen Seite war es so, dass viele andere Bereiche Unterstützung brauchten, eben bedingt durch das Homeoffice, oder viele umsteigen mussten auf Distance Learning und hierbei technische Unterstützung brauchten. Das heißt, während der Pandemie gab es viele Arbeitslose in anderen Branchen und in der IT hatten wir rund um die Uhr Arbeit. Farah ist eine weitere Frau, die seit circa 9 Jahren in diesem Beruf tätig ist. Sie sagt, dass sie während des Lockdowns nicht nur ihren Job behalten, sondern auch problemlos aus der Ferne arbeiten konnte. During the pandemic, I didn't lose my job. It was actually very easy also to change my company I was working for. Because I think in this the last year, the demands for developers increased and there is so many opportunities to change your role or position or the company. It was really easy. Die Berufswahl ist eine der grundlegenden Entscheidungen im Leben. Wenn Sie sich mit dem Job, den Sie wählen, nicht wohlfühlen, wird das Leben für Sie schwierig. Wir helfen Ihnen mit einer Reihe von Reportagen über IT-Berufe und der dazugehörigen Ausbildung, um Ihnen die Berufswahl zu erleichtern. Die Zahl der Frauen, die in diesem Sektor arbeiten, nimmt stetig zu. Wenn Sie auch Interesse haben, machen Sie jetzt den Schritt nach vorne.